Martin Gottschild ist hier. Der hatte mich angeschrieben und gefragt, was man eigentlich machen kann dagegen, dass so viel Falschinformation, Desinformation und Hetze auf sozialen Netzwerken verteilt werden, wenn dadurch sich Folgen ergeben für die Pandemie. Und Martin ist selbst insoweit betroffen. Ich meine, wer ist denn nicht betroffen heutzutage? Martin ist im künstlerischen Bereich tätig, schreibt Drehbücher für Radio und Fernsehen, aber auch für Live-Auftritte. Genau. Martin, was hat die Pandemie für dich gebracht? Naja, erstmal sind natürlich im letzten Jahr alle Auftritte weggebrochen, die geplant waren. Und die spielen bei uns, also bei mir und meinen Kollegen, die es zusammen machen, natürlich schon eine große Rolle bei den Einnahmen im Jahr. Und es geht ja dieses Jahr Putzmutter weiter, nachdem wir im Sommer ein paar Termine spielen konnten, mussten wir jetzt unsere Termine im Herbst auch schon wieder absagen, beziehungsweise haben das sogar freiwillig gemacht aus reiner Vorsichtsmaßnahme, wo wir uns nicht sicher waren, ob in der Zeit, wo jetzt gerade bei vielen Leuten die Zweitimpfung gerade 6 Monate her ist, ob da genau der Knick ist, wo sich dann doch wieder mehr Leute infizieren. Und da war halt meine Idee, weil ich dachte, also oder zumindest festgestellt habe, dass Facebook meiner Meinung nach in letzter Zeit weniger noch gegen Falschmeldungen macht als, würde ich mal sagen, vor einem halben Jahr, so habe ich das Gefühl. Da dachte ich, gut, wenn man da moralisch nicht gegen angehen kann oder da kein Interesse besteht bei dem Konzern, muss man es vielleicht über das Monetäre machen so und einfach den Konzern da angreifen, worum es ihm auch geht, um Geld verdienen. So. Und da war meine Idee, kann man Facebook verklagen aufgrund der unnötigen Verlängerung der Pandemie durch Verbreitung oder Nichtverhinderung der Verbreitung von Falschinformationen. Jetzt gehst du schon mal davon aus, dass Falschinformationen dazu führen, dass die Pandemie sich verlängert. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, oh, wir müssen einfach nur alle Maßnahmen aufheben, dann wäre die Pandemie auch vorbei. Ja, aber wir sind jetzt hier nicht bei den Querdenkern. Du gehst davon aus, dass die Informationen, die auf Facebook verbreitet worden sind, tatsächlich dazu geführt haben, dass Maßnahmen verlängert werden mussten, dass du betroffen bist, aber auch, dass andere Menschen stärker von der Pandemie betroffen sind, ja? Genau, also ich merke es ja auch im Umfeld so. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich lass mich nicht impfen, solange die Langzeitfolgen noch nicht erforscht sind und wäre eine Gentherapie und was weiß ich. Also diese ganzen Dinger, die eigentlich schon seit anderthalb Jahren durchs Netz geistern und eigentlich schon tausendmal widerlegt wurden, die sind halt immer noch da, weil sie halt auch irgendwie immer irgendwo noch zu finden sind als Kommentar oder als Nachricht oder als Link. Und ich glaube, deswegen kommen wir da nicht raus. Also irgendwie. Dann schauen wir uns das mal juristisch an. Ja. Also, wenn wir jemanden verklagen wollen, Klage kann man immer erheben. Die Frage ist, hat man irgendeine realistische Aussicht auf Erfolg, damit das mehr ist als nur ein Klamauk, was ja manche Leute auch machen, dass sie einfach eine Klage erheben, die nichts bringen wird, aber die Leute beruhigt. Facebook würde haften, zum Beispiel für Schadensersatz oder auch auf Unterlassung, wenn es eine Verpflichtung gäbe, die sie verletzt hätten und wenn dadurch ein Schaden entsteht. Gehen wir es der Reihe nach durch. Schaden könnte sein, Pandemie dauert länger und jetzt hätten wir als Pflichtverletzung, dass sie Falschinformationen nicht löschen. Und jetzt kann man schon mal drüber streiten. Führt denn die Falschinformation wirklich zu einer Verlängerung der Pandemie? Ganz spannende Frage. Da werden die Querdenker sagen, nee, im Gegenteil. Du könntest aber mit wissenschaftlichen Argumenten durchaus vorbringen, dass der Glaube zum Beispiel an Langzeitfolgen oder an Unfruchtbarkeit durch Impfungen dazu geführt hat, dass sich weniger Leute geimpft haben. Mhm. Das ist, glaube ich, so deine Argumentationsgrundlage. Was schwierig ist, ist in der Beweisführung natürlich, dass Facebook dafür monokausal ist, dass es ursächlich ist, das Verhalten von Facebook, nämlich das Nichtlöschen von Falschinformationen. Ja. Wenn man natürlich sagen kann, das hat gar keine Rolle gespielt, die Leute hätten das auch so geglaubt. Was glaubst du, welche Rolle Facebook spielt für den Glauben der Menschen? Naja, ich glaube gerade in der Altersklasse zwischen 40 und 60 würde ich mal sagen, sehr, sehr groß, weil ich glaube, dass in der Pandemie viele Leute das erste Mal Zeit hatten, sich so richtig mit dem Internet zu beschäftigen. Und ja auch so die Altersgruppe, glaube ich, auf Facebook, irgendwann zwischen, die häufig sind zwischen Mitte oder Anfang 40 bis 60 oder was ist. Von daher, glaube ich, hat es da schon sehr großen Einfluss. Die Frage ist ja, muss denn Facebook wirklich monokausal dafür verantwortlich sein oder gibt es nicht auch so etwas wie eine Mittäterschaft? Also es ist ja auch nur einer von vielen. Also ganz vorne nehme ich natürlich mal Telegram, wo man ja nur keinen Zugriff hat oder widersprechen kann oder irgendwas melden kann, sage ich mal.
ja, ich weiß nicht, Twitter und Co. Guter Punkt. Also wenn wir schon bei Kausalität sind, da geht es um die Frage, habe ich eine Äquivalenz, kann ich die Ursache wegdenken, ohne dass der Erfolg entfällt? Also wir müssen uns überlegen, wie sehe die Welt ohne Facebook aus? Wir dürfen jetzt keine Reserveursachen hinzudenken, wer statt Facebook da wäre. Ja. Stellen wir uns einfach vor, eine tolle Welt ohne Facebook. Wie sehe die aus? Wäre dann die Bevölkerung besser informiert? Könnte sein, ist aber nicht ganz einfach zu beweisen. Fände ich aber wahnsinnig spannend, sowas mal rauszufinden, wie viele Menschen aufgrund von Informationen von Facebook schlechte oder dumme Entscheidungen treffen. Ob sie dumm sind oder nicht, das soll mal ein Gericht entscheiden in aller Ruhe, was die wissenschaftlichen Stände sind, jedenfalls das, was ein Gericht glauben würde. Nehmen wir es einfach mal für einen Augenblick an, dass diese Mainstream-Gerichte in Deutschland annehmen, dass Impfungen tatsächlich geholfen hätten für eine Verkürzung der Pandemie. Ja, aber jetzt ist die Frage, was passiert in Social Media? Was wäre, wenn Facebook nicht existieren würde? Ich habe eine Meinung dazu, aber du wahrscheinlich auch, ne? Dann sag mal erstmal deine. Auf die bin ich. Ich glaube, dass Telegram nicht Facebook ersetzt hätte. Ich glaube, dass Leute über Facebook auf Telegram kommen, aber dass man die normalen Leute eigentlich nur mit den Hunde und Katzen und sonst was Bilder erreicht. Da graben sich manche Leute tiefer rein in Telegram, in diese Gruppen, aber die waren vorher alle irgendwo anders unterwegs. Und deshalb ist Facebook für die Meinungsbildung von normalen Menschen, nicht von Extremisten, immer noch extrem wichtig. Also die große Breite von Menschen erreicht man nicht über Telegram, sondern nur über Facebook, jedenfalls in dieser Altersgruppe. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass Facebook eine ganz wesentliche Rolle spielt bei der Meinungsbildung, bei dem, was Menschen denken. Ob die jetzt ursächlich ist, das ist halt genau wieder das Problem. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn wir einen etwas kleineren Sachverhalt hätten, zum Beispiel ein Unternehmen, über das eine falsche Information verbreitet wird oder eine Person. Wenn ich sagen würde, der Martin kauft Hundewelpen und quält sie zu Tode. So eine Nachricht habe ich auf Facebook gesehen. Das hat durchaus Impact für dein Leben. Und da hättest du ein Interesse daran, dass Facebook sowas entfernt. Es würde ja vielleicht sogar schon reichen, wenn wir jetzt bei uns das konkrete Beispiel Veranstaltung nehmen, wenn wir sagen, wir machen eine 2G-Plus-Veranstaltung. So sagen. Und wir freuen uns aber, wenn die Leute noch zusätzliche Maske am Platz tragen würden. So, da können ja auch Leute schreiben, jetzt drehen sie völlig durch, die wollen uns hier völlig zu Affen machen. Und boykottiert diesen Typen so. Das wäre ja ein konkretes Beispiel, was uns passieren könnte, was zum Glück noch nicht passiert ist. So, die Leute haben viele Verständnis. Aber ich glaube, also für meinen Berufszweck wäre genau, oder beziehungsweise wird es ja oft gerne von den Querdenkern so dargestellt, dass man automatisch auf der anderen Seite steht, sobald man die 2G-Regeln durchsetzt oder da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf hat, dass die Leute ihre Masken tragen. Also der Fall, den du ansprichst, ist einer, der konkret sogar auch nachweisbar wäre, wenn zum Beispiel durch einen Boykottaufruf jemand zu Schaden kommt. Ich hatte jetzt mit meinem Hundebeispiel jetzt eher im Blick, dass jemand Falschnachrichten verbreitet, die verleumderisch sind. Wenn du zum Beispiel aber den Fall nimmst, dass mit einem Aufruf zum Beispiel ein kleines Unternehmen gefährdet wird oder boykottiert wird, dann sind wir im Wettbewerbsrecht unterwegs. Also da könnte theoretisch wirklich ein Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch daraus entstehen. Ist von den rechtlichen Vorgaben nicht ganz so einfach, also der Nachweis mag konkreter sein, aber die Frage, die immer im Raum steht, ist es denn eine Rechtsverletzung? Weil am Anfang steht die Frage, und jetzt ist es ein bisschen juristisch, haben wir eine Pflichtverletzung? Gibt es überhaupt eine Verpflichtung, falsche Informationen zu entfernen? Die gibt es zum Beispiel, wenn ich sehe, dass eine falsche Information zu einem Körperschaden führt. Das könnte eine solche Handlungspflicht auslösen. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, insgesamt ist das Verbreiten von Lügen nicht verboten. Wir haben diesen Luxus, dass wir in Deutschland auch irrwitzigen Quatsch verbreiten können, zum Beispiel, dass man Entwurmungsmittel schlucken soll, um Corona zu bekämpfen, oder dass man den Kindern Chlordioxidtropfen geben soll, woraufhin sie zwar kotzen, aber trotzdem gesund werden. Solche Informationen werden wirklich verbreitet. Und Facebook ist nicht besonders gut, diese Sachen zu entfernen, aber sie sind auch nicht verpflichtet dazu. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Aber warum? Aber es gibt nicht auch so eine, ich meine, ich komme jetzt mit Hausrecht oder sowas um die Ecke, aber dass man auch als sozusagen als Eigentümer eines Raumes, auch wenn es nur ein virtueller Raum ist, dass man
bestimmte Anstandsregeln. Ja, ist Quatsch. Okay, können Sie selber aufstellen wahrscheinlich einfach. Die Frage, wer hat sozusagen das Hausrecht und wer hat die Verantwortung dafür? Zum Beispiel bei Gruppen auf Facebook wird man sogar sagen müssen, dass die Administratoren eine Haftung haben. Also kann es denen passieren, dass die für rechtswidrig schädliche Inhalte sogar haften und nicht nur Facebook. Facebook wird sagen, wir haben nur die Hütte zur Verfügung gestellt. Was ihr da drin macht, ist das ist nicht abschließend, was ich jetzt hier einschätze, sondern das ist einfach noch juristisches Neuland. Man kann durchaus sich die Frage stellen und mal einen Musterprozess führen, ob nicht die Zurverfügungstellung einer solchen Plattform auch dazu führt, dass man Sorgfaltspflichten einhalten muss. Also wenn ich eine Hütte vermiete, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich vermiete eine Kartbahn. Und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber das Ding ist total gefährlich, hat Schlaglöcher und irgendwelche anderen Gefahren. Da wird man durchaus sagen, da hast du auch irgendwelche Sorgfaltspflichten. Wo beginnen die des einen, wo beginnen die des anderen? Ich glaube, da ist auch der Gesetzgeber gefragt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Richter auf die Idee kommen, dass sich Facebook da nicht komplett außen rausnehmen kann und auch eine Verantwortung für die Gesellschaft hat, die rechtlich durchsetzbar sein könnte. Ja, könnte, haben, sollte. Alles ein wenig ungewiss. Ich finde die Idee interessant. Deshalb habe ich gesagt, lass uns da mal ein Video dazu machen, weil es hat noch keiner so richtig versucht, für soziale Medien in Anspruch zu nehmen, für die Verbreitung von Falschinformationen und das, was daraus an Folge entstanden ist. Aber es gab, also es wurden wahrscheinlich Klagen gemacht gegen konkrete Personen, die das gibt's immer wieder, beleidigt haben. Sowas natürlich schon, aber nicht gegen... Man hat immer den Fall, eine Person wird verunglimpft und klagt dagegen. Klagt gegen den Täter und klagt auch gegen das Netzwerk. Also da gibt es eine Klage von Renate Künast gegen Facebook beispielsweise, die wir beim Landgericht Frankfurt vertreten und wo im Januar verhandelt werden wird. Das ist einer dieser Präzedenzfälle, Beispielsfälle, die wir vor Gericht und wahrscheinlich auch durch die Instanzen bringen wollen. Aber die Haftung dafür, dass Facebook die Pandemie verlängert, das hat noch keiner vor Gericht gebracht. Ist nicht so ganz einfach, aber es bräuchte einfach mal einen mutigen Kläger dafür. Aber von Deutschland aus könnte man es tun oder kriegen wir da Probleme? Das wäre überhaupt kein Problem. Also nur weil sie in Amerika sitzen, die unterliegen genauso dem deutschen Recht. Wenn der Schaden in Deutschland eintritt, kann man auch eine Klage in Deutschland erheben. Und braucht man einen gewissen Schaden, dass man ab dem man klagen kann? Also gibt es irgendwie Mindestwerte, ab dem es losgeht? Also man kann auch auf einklagen auf Schaden Euro 1. Könnte man, also dann hat man weniger Probleme bei der Berechnung der Schadenshöhe. Dann ist man allerdings beim Amtsgericht, wenn man 5.000 und 1 Euro hätte, wäre man wenigstens beim Landgericht und kommt damit dann auch später zum Bundesgerichtshof. Das wird sich lohnen und der Schaden kann auch Schmerzensgeld sein. Aber leichter ist es natürlich, Verdienstausfall, also materiellen Schaden geltend zu machen. Das wäre nicht und könnte man auch, könnten sich auch mehrere Geschädigte zusammentun, sozusagen? Es gibt natürlich in Deutschland keine Sammelklagen, aber was es schon gibt, ist, dass Leute natürlich sich zusammentun, um Kosten und Risiken abzufedern. Und man entweder sagt, ich nehme hier einen und die anderen unterstützen diese Klage. Man kann aber auch sagen, 10 Leute, die jeweils mit 500 Euro Schaden beteiligt sind, treten alle ihre Ansprüche an einen Prozessführer ab. So ähnlich hat Herr Schrems in Österreich gemacht, dass er über eine Abtretung eine Sammelklage zusammengebaut hat. Solche Sachen wären schon möglich. Also, weil tatsächlich, das hier schreit eher danach, dass sich Leute zusammentun und die Risiken und Kosten verteilen. Genau, das klingt ja gut. Also das heißt, was bräuchten wir, damit es funktioniert? Wir bräuchten einen konkreten Fall? Eigentlich bräuchte man natürlich einen Fall, der möglichst auch von der Beweisführung Aussichten auf Erfolg hat, also wo konkret nachweisbar ist, welche falsche Information auf Facebook jetzt zu einem Verhalten oder zu einem Schaden geführt hat. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, die Pandemie hat sich verlängert durch so viel falsche Informationen, sondern es müsste vielleicht konkreter sein, welche konkrete Information es denn war, die Facebook hätte löschen müssen und nicht gelöscht hat, trotz entsprechender Meldungen. Okay, also sollten wir, Leute, meldet euch, wenn euch Facebook geschadet hat und nicht bloß emotional, dann gucken wir mal, oder? Dann schauen wir mal, wenn du was findest. Also dann können wir uns das näher anschauen und bewerten. Machen wir so. Ich sage erstmal schönen Dank. Alles klar, danke dir.